Moin Moin zusammen und willkommen zu einem neuen Projekt. The Elder Scrolls 5 Skyrim. Gestern ist Oblivion mit der letzten Folge, dem letzten dädrischen Artefakt, was ich holen wollte, abgeschlossen worden. Davor gab es vor Gothic noch Morrowind, Elder Scrolls 3. Und wie schon angekündigt, beziehungsweise so halb angekündigt, machen wir jetzt bei Skyrim weiter. Anders als bei Oblivion und Morrowind jedoch, kenne ich Skyrim schon ziemlich gut. Nicht perfekt, aber schon ziemlich gut. In Spielstunden ausgedrückt, ich habe jetzt Morrowind und Oblivion im Let's Play durchgespielt, bin circa bei so zusammen 220 Spielstunden gelandet. Bei Skyrim habe ich jetzt, ohne dieses Let's Play schon gestartet zu haben, 1100 Spielstunden. Ja, dementsprechend wird es kein Blind Let's Play werden. Was aber ich denke und hoffe auch nicht stören wird. War ja bei Gothic auch nicht der Fall. Und ich hatte tatsächlich sogar schon einmal eine Folge eigentlich aufgenommen, aber da war der Sound noch nicht drin. Deswegen sind wir im zweiten Anlauf. Ich weiß nämlich jetzt auch schon, wie mein Charakter aussehen werden wird. Aber machen wir erstmal ein neues Spiel. Ja. Der Ladebildschirm dürfte nicht allzu lang bleiben. Genau. Und jetzt geht's zum zweiten Mal für mich, beziehungsweise zum ersten Mal für euch, in das schöne Intro von Skyrim, was ich persönlich sehr, sehr, sehr schön finde. Erinnert mich ein bisschen auch an Morrowind vom Intro her. Da ist man nicht so allein wie bei Oblivion am Anfang. Wo man hat so mehr so seine Kompagnons, ne? Wie hier. Rayloth zum Beispiel. Und noch ein paar andere Dudes. Ja. Ah. Diesmal anders als gestern, als ich in die Aufnahme gestartet bin, ist diesmal kein strahlend blauer Himmel, sondern wie es scheint, bewölkt. Hey, moin! Endlich seid ihr wach. Ja. Ihr wolltet die Grenze überqueren, richtig? Ja. Seid genau in den Hinterhalt der Kaiserlichen geraten. Genau wie wir. Und wie dieser Dieb da drüben. Verdammt sollt ihr Sturmmäntel sein. Den Himmelsrand war alles in bester Ordnung, bis ihr gekommen seid. Das Kaiserreich hat uns in Ruhe gelassen. Hätten sie nicht nach euch gesucht, hätte ich das Pferd stehlen können und wäre jetzt schon auf halbem Weg nach Hammerfell. Ihr da, ihr und ich, wir sollten nicht hier sein. Es sind diese Sturmmäntel, hinter denen das Kaiserreich her ist. Die haben gerade einen Wolf überfahren. Den Wolfenfuchs. Ruhe da hinten. Ja, ja, rücker mich mal so hier. Passt auf, was ihr sagt. Ihr sprecht mit Ulfric Sturmmantel, dem wahren Großkönig. Den ganzen echten. Ulfric? Der Jarl von Windhelm? Oh, es wird hell. Ihr seid der Anführer der Rebellion. Oh. Aber wenn sie ihn gefangen haben, bei den Göttern, wohin bringen sie uns? Ich weiß nicht, wohin wir gehen werden, aber Sovngarde erwartet uns. Nein, das kann nicht wahr sein. Das kann einfach nicht wahr sein. Hey, aus welchem Dorf stammt ihr, Pferdedieb? Was interessiert euch das? Weil die letzten Gedanken eines Nord seinem Zuhause gelten sollten. Rorikstadt. Ich komme aus Rorikstadt. General Tullius, der Scharfrichter wartet. Gut, bringen wir es hinter uns. Schau, Macha, Libella, Kynaret, Akatosh. Ihr Göttlichen, bitte helft mir. Seht nur, General Tullius, der Militärbefehlshaber. Ja, der ist hier hinten. Und es sieht so aus, als seien die Talmor bei ihm. Der Elfen. Will die Union unterbrechen. Sie hatten dabei ihre Hand im Spiel. Deswegen ist gerade mehr Schweigen. Das ist Helgen. Ich habe mal für ein Mädchen von hier geschwärmt. Obwohl Wilot immer noch seinen Wacholderbeerenmet braut. Komisch. Als ich noch klein war, habe ich mich hinter den Mauern und Türmen der Kaiserlichen so sicher gefühlt. Ins Haus, sofort. Oh. Ja, Papa.
Ja, da sind wir jetzt gleich. Was glaubt ihr denn? Hier ist Schluss. Also, wollen wir Raylof? Los geht's. Wir sollten den Himmel nicht warten lassen. Alles klar. Nein, wartet! Wir sind keine Rebellen! Stellt euch eurem Tod mit etwas Mut, Dieb. Ihr müsst es ihnen sagen. Wir gehörten nicht zu euch. Das ist ein Irrtum. Das Kaiserreich liebt seine verdammten Listen. Eine Sache passt mir noch nicht. Jarl von Windhelm. Von den Einstellungen her. Ehre, Jarl Ulfric. Raloff von Flusswald. Da vorne wird nicht vorgelesen. Irgendwie nie. Lokir von Rorikstadt. Lokir! Ich bin kein Rebell. Das könnt ihr nicht tun. Halt! Ihr werdet... Ja, haut einfach ab. Will sonst noch jemand fliehen? War nicht so erfolgreich. Wartet. Ihr da, tretet vor. Machen wir. Aber vorher... Hier sind ein paar Sachen nicht richtig eingestellt. Ich hatte das gestern eigentlich umgestellt. Erstmal. Doch, Experte ist schon drin. Das ist gut. Aber wo ist denn hier... Moment. Einstellung, Anzeige, Fadenkreuz, Dialogtitel und sonstige Untertitel. Die sind aus. Warum? Wer seid ihr? So. Wie immer gibt's einen Breton. Meine absolute Lieblingsrasse. Bretone. Und männlich. Und wo ist die Vorgabe? Hier. Mit der Vorgabe. Aber der ist ein bisschen schmaler. Denn so ultra fett muss der jetzt nicht sein. Kopf. Also Gesichtsfarbe. Ach nee, warte mal. Das ist Schmutz, ne? Schmutz wollte ich weghaben, oder? Nee, der kann ruhig ein bisschen dreckig aussehen. So, was hatte ich noch? Narben. Sind eigentlich okay. Kriegsbemalung hatte ich aber ausgewählt. Und zwar die hier. Die fand ich ganz cool. Weiter. Nasenart. Da hatte ich auch eine andere gewählt. Nämlich die hier. Dann hat er nicht so einen riesen Zinken in der Hand. Besser. So. Also, Stirnfarbe und das ganze andere habe ich nicht genommen. Augen wollte ich nicht vermurksen. Ich habe nur die Augenfarbe angepasst gehabt. Wir nehmen hellblaue Augen. So. Der Rest kann eigentlich so bleiben. Wir machen nur noch die Haare etwas anders. Nicht die Frisur, sondern die Haarfarbe. Die wird nämlich etwas dunkler. So. So soll der gute Mann aussehen. Moment, kann man nicht auch... Ne, man kann nicht rauszoomen. Aber ansonsten ist auch ein ganz hübscher, oder? Ja. Name ist auch bekannt. Ihr kommt aus Daggerfall, Bretone? Ja. Auf der Flucht vor irgendwelchen Hofintrigen? Nein, zum Shoppen hier. Hauptmann, was sollen wir tun? Er steht nicht auf der Liste. Vergesst die Liste. Er geht zum Block. Was? Wie ihr befehlt, Hauptmann. Es tut mir leid. Wir werden dafür sorgen, dass eure Überreste nach Hochfels zurückgebracht werden. Frech. Folgt dem Hauptmann, Gefangener. Aber nur, wenn ich Frühstück krieg. Vergesst mein Frühstück nicht. Das ist ganz früh am Morgen. Ulfric Sturmmantel. So. Manche hier in Helgen nennen euch einen Helden. Der Typ hier. Aber ein Held setzt nicht eine Macht wie die Stimme ein, um seinen König zu ermorden und sich auf dessen Thron zu setzen. Ja. Der Typ hier hat die dicksten Eier vors ganz Helgen. Ihr habt diesen Krieg angefangen. Mit den roten Haaren. Ins Chaos gestürzt. Und nun wird das Kaiserreich euch richten und den Frieden wiederherstellen. Was war das? Es ist nichts. Das war die Schulglocke. Ja, General Tullius. Aus Flusswald. Gebt ihnen ihre Sterbesakramente. Möge der Segen. Ich werde gerade angerufen. Das ist schlecht. Einen Moment. So, holpriger Start hier. Wir eure Seelen Aetherius übergeben. Um Talos Willen schweigt. Und bringen wir die Sache hinter uns. Da ist er. Wie ihr wünscht. Der Sturmmantel mit den dicksten Eiern auf dem Hof. Ich habe nicht den ganzen Morgen Zeit. So.
Meine Ahnen lächeln auf mich herab, Kaiserliche. Könnt ihr das auch sagen? Guck dich hin, das ist nicht lecker. Kaiserlichen Dreckskerle! Da war eine Frau dabei? Tod den Sturmenten! Im Tode so furchtlos, wie er im Leben war. Bretone, ihr seid dran. Okay. Da ist es wieder. Habt ihr das gehört? Außenglocke. Ich habe gesagt, nächster Gefangener. Zum Block, Gefangener. Schön weitergehen. Och, Manno. Können wir uns nicht irgendwie einigen? Komm, hier, ich lade euch alle zu McDonald's ein. Wie wär's? Was beim Reich des Vergessens ist das denn? Da ist mein Taxi. Was habt ihr gesehen? Helgen ist echt nicht cool. Nimmst du mich mit nach... Flusswald? Alduin? Nein? Schade. Den Henker hat's zerlegt. Ja, ja, hab ich vor. Ja, 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 ja. Auf geht's. Los, Ralof. Beweg dich. Beweg dich! So. Was ist das für ein Ding? Könnten die Legenden wahr sein? Legenden brennen keine Dörfer nieder. Ah, ich dachte schon, meine Brille wär's. Los, jetzt! Hoch durch den Turm, los! Okay, hoch durch den Turm. Ja, bin noch dabei. Ah. Ja, ja, der gute alte Alduin. Der hat den erstmal frittiert hier oben. Seht ihr das Gasthaus auf der anderen Seite? Ja. Springt durch das Dach und lauft immer weiter. Alles klar. Los, wir folgen euch. Ja, mach ich, Chef. Hier habe ich mich beim ersten Mal, als ich durchlaufen wollte, mal verlaufen. Da bin ich erstmal hier so raus. Ach ne, bin ich gar nicht. Hier bin ich. Ich bin immer da raus. Vorsicht! Immer noch am Leben. Bleibt nah bei mir, wenn ihr wollt, dass das so bleibt. Ja. Gunnar, kümmert euch um den Jungen. Ich muss General Tullius suchen und mich der Verteidigung anschließen. Die Götter mögen euch leiten, Advar. Ach ja, ich soll bei ihm bleiben, genau, da war ja was. So. Bleibt nah bei der Wand. Alles klar. Das ist die falsche Wand. Da sieht man Alduin doch nicht. Nee, warte, hier sieht man Alduin. Ja, machen wir. Das ist... Ich habe das damals so gefeiert, als ich das erste Mal dieses Intro gespielt habe. Wir werden aber nicht mit Hatva gehen. Denn ich gehe immer schon. Immer schon. Und das hat nur einen einzigen Grund. Und zwar Geld. Ich gehe immer mit Ralof. Denn Rüstungen der Sturmmäntel geben nur 20... Ui! Stimmt, der wird ja auch noch mitgenommen. Rüstungen der Sturmmäntel geben nur so 25 Septime. Die von den Kaiserlichen 75. Und gerade am Anfang braucht man ungemein viel Geld. Weshalb ich immer bevorzugt die Sturmmäntel, also Ralof, begleite. Sehen uns dann in Sovngarde, Bruder. Genau, bis später. Bis... Hoffentlich nicht später. Die einzigen, die es geschafft haben. Das Ding war ein Drache. Kein Zweifel. Genau wie in den Kindergeschichten und Legenden. Die Vorboten des Endes aller Tage. Wir machen uns besser auf den Weg. Kommt her. Lasst mich sehen, ob ich diese Fesseln nicht lösen kann. Mach mal. Danke. Ihr könnt euch Gunjas Kram ruhig nehmen. Er wird ihn nicht mehr brauchen. Ja, machen wir auch. So, Gunja, ich nehme mal deine Sachen und du kriegst... Na schön. Will hier unten hin. Meine Sachen. Da, bitteschön. Na, was soll denn das? So. Legt die Rüstung an und schwingt die Axt. Moment, vorher machen wir noch was. Und zwar, einen schönen Vorteil, den die Bretonen auch haben, ist, die haben von vornherein den Schutzgeist, Wiederherstellung
und diese Flammen. Suchen einen Weg hier. Hier. So. Streitaxt, Eisenaxt 1. Flammen kommen auf 4 und Heilung auf 5. Schutzgeist auf 6. Passt. So. Also 4 war. Moment. 5, 6 war der Schutzgeist. Lässt sich von dieser Seite nicht öffnen. Sieht gut aus, der Mann, oder? Der hat doch was. Wie so ein richtiger Bandit. Hoppala. Bin noch halb in der Oblivion-Steuerung drin. Ah, die Flammen nehmen wir nochmal. Los! Angriff! Perfekt. Hey! Schutzgeist, Vorsicht! Ich glaube, ich habe den Schutzgeist gerade weggebrannt. Wunderbar. Ich hatte ja einer von den Kaiserlichen den Schlüssel. Bestimmt. Da ist er schon. Nee, Moment. Eine Sache haben wir nämlich noch vergessen, Ralof. Da hinten liegen noch ganz viele schöne Sachen, die ich mitnehmen will. Nämlich einmal hier in der Kiste. Warte, Eisenschwerter sind nicht genug wert. Die schmeiße ich nur wieder weg, das weiß ich. Bisschen Geld. Und hier vorne ist auch noch ein Helm, meine ich, in der Kiste. Genau. So. Jetzt können wir direkt schon die Rüstung nämlich wechseln. Auf die beschlagene Kaiserliche. Die Armschienen. Und Stiefel. Sowie Helm. Zack. Direkt viel mehr Rüstung. Schön, ne? So. Eisenkriegsaxt wechseln wir auf Kaiserschwert. Macht genauso viel Schaden, ist schneller. Und können wir direkt auch mit der 1 belegen. So. Man merkt natürlich sofort, dass Skyrim ein paar Jahre jünger ist als als Oblivion und Morrowind. Viele Quality of Life Changes. Wobei ich... gib mir den Kohl! Wobei ich die Special Edition ohne Mods spiele. Die Anniversary Edition habe ich übrigens nicht installiert. Denn das fand ich dann doch ein bisschen frech. Die kostet 20 Euro. Einfach. Ich meine, ich habe jetzt nichts davon gelesen, dass das irgendwelche nennenswerten großen Neuerungen bringt. Hoppala. Die Putzfrau wird sich erstmal richtig aufregen, ey. So viel Staub. Das alles wegputzen. Ich muss nur noch ein paar Tränke zusammenpacken. Leben kriegt ihr uns nicht. Gefangenen entkommen. Wartet. Ist das alles, was ihr könnt? Oh, Finisher. Schön. Wie so ein Flammenwerfer weggeburnt. Lagerraum. Seht nach, ob ihr irgendwas. Zaubertränke finden könnt. Alles klar. Ja, mache ich. So. Dann plündern wir mal den guten Lagerraum hier. Holzkohle? Die brauche ich nicht. Aber das Essen und die den Schnaps, den Wein, den nehmen wir mit. Oh, nein! Die Kartoffeln! Gib mir die Kartoffeln. Danke. So, getrocknete Eismiri. Eismiriam. Okay. Eismiriam, also. Nur so. Den Altowein lassen wir natürlich nicht stehen. Brauchen wir nämlich, sobald wir in Flusswald ankommen. Denn, wer kennt's nicht, womit macht man sich am besten Freunde bei den Obdachlosen? Alkohol. Zumindest hier im Spiel. Schenken Obdachlosen eine Flasche Altowein und der ist richtig, richtig froh. Auch wenn er sagt, er bevorzugt Miet. Miet. Entschuldigung. So. Aber bevor wir weitergehen, schmeißen wir mal eben kurz Korb und Kessel weg. Und bei den Bekleidungen, warte mal, Fellstiefel sind nicht wirklich was wert. Und auch
Der Sturmlanzenbrustpanzer hat nämlich 23 Rüstung. Die kaiserliche Rüstung hat 25 Rüstung. Und natürlich viel mehr wert. Eisenkriegsachs von weg, Eisenschwert und Eisendurch behalte ich mal. Wir können weiter. Fertig? Ja. Dann gehen wir weiter. Gut. Was ich an Skillungen überlegt hatte. Ich denke, ich werde am Anfang jetzt hier mit... Kann ja gar nichts... Oh. Konnte ja gar nichts machen. Helfen. Ja. Was ich überlegt hatte. Ich mache als erstes Zerstörungsmagie. Ich werde eine Menge mit Zerstörungsmagie am Anfang machen. Und dann, wenn wir da so ein bisschen ans Harpern kommen, werden wir so ein bisschen mixen. Na, klar wird man, ich denke, ich werde auch beschworenes Schwert lernen und die ganzen anderen Geschichten, die man recht gut gebrauchen kann. Folterkapuze. 14 Rüstung. Die besser als die kaiserliche? Schnappt euch etwas Nützliches, ob ihr das knacken könnt. Ja, ich bin dabei, Ralop. Brauchst du mir nicht nochmal sagen. Ja, hab's jetzt schon ein paar Mal gesagt. Also, der hier hat 12. Dann hat die Folterer-Kapuze mehr. Die hat nämlich 14. Ja, damit. Schön. So, starrt euch noch auf die 1. Moment. Ja. Ich drücke immer wieder Tab. Ich drücke Tab, weil man bei Oblivion musste man, Eisenschild will ich haben, musste man, um die Ansicht zu wechseln, die habe ich ja hauptsächlich Moment, speichern wir mal eben kurz. Die haben wir ja hauptsächlich für, habe ich hauptsächlich genutzt, um Thumbnails zu erstellen. Da muss man Tab drücken. So, Schlösser knacken kann ich hier auch besser als in Oblivion. Denn habe ich schon ein paar Mal gemacht. Ja, damit. So. Alle Schlösser werden wir auch hier schön knacken, die es hier gibt. Es gibt nämlich dann direkt wahrscheinlich den ersten Skillpunkt. Ne, ich meine, es gibt ganz sicher sogar den ersten Skillpunkt, weil man hier 3 Schlösser knacken kann. Und vorne noch 2 oder 3. Und wenn wir jetzt schon fast Level 16 Schlösser knacken. Hast du auf mich gewartet? Heide. Weiß nicht, hier ist ein Drache? Aber Zeit muss sein, ein wenig das Schlösserknacken zu üben. Nicht umsonst sind hier alle Schlösser Novizen. Schlösser. Oder? Was meint ihr? Dödele. Geldbeutel, Skelett. Wunderbar. Ralof? Ist was an der Wand hier? Nein? Okay. Ja, so langsam komme ich, glaube ich, wieder ein bisschen in die Steuerung rein. Das wird sich im Laufe des Spiels dann noch ein bisschen besser legen. Dann komme ich wieder besser mit allem zurecht. War jetzt lange Zeit Oblivion. Können wir weiter? Schön. Aber es ist, wie soll man das sagen? Das ist wie wenn man von der Steuerung her, man verlernt sie nicht komplett. Klar, Moment, da müssen wir eben kurz hier kämpfen. Klar, es ist nicht das gleiche wie bei Oblivion von der Steuerung. Das heißt, es ist schon eine leichte Umgewöhnung wieder. Doch es ist auch nicht so, als würde ich jetzt ein komplett neues Spiel starten. Was ich noch nie vorher gespielt habe. Ach du gute Güte, die ganzen Kaiserschwerter weg damit. Das ist meine Flammen. Aber warte, ich habe noch eine bessere Idee. Das ist meine Flammen. Also, nichts für ungut. Experte ist noch zu schwach. Stellen wir noch mal eine höher. Meister. Wenn die mir mit einem Schlag ins Gesicht so wenig Leben abzieht, dann kann das nicht ganz richtig sein. So. Hier müsste doch noch... Genau, er hier liegen.
Ja, den nehmen wir mal mit. Die auch, die auch. Den nicht. Doch! Boah! Richtig krass gefinisht. Leg dich nicht mit ihr an. Seht nach, ob der Weg frei ist. Die. Ich werde Wache halten, für den Fall, dass Ulfric hier durchkommt. Lobenswert. Danke. Ich auch. Also, wenn die sauer ist, dann ballert die aber ordentlich einen von Latz. Da hast du keine Zähne mehr. So, der ist 5-mal so viel wert, der ist 6-mal so viel wert. Alle Eisendolche weg. Schön. Halt. Pfeile habe ich vergessen, ne? Ne, habe ich mitgenommen. So, 6-mal. Und dann mal bei der Bekleidung gucken. Schild will ich behalten. Hier sind, glaube ich, nur 3-mal so viel wert. Die kann ich wegpacken, aber erstmal nur eine. Dürfte vielleicht schon reichen, dass wir den Rest, der hier in der Höhle zu holen ist, noch mitnehmen können. Ich hoffe nach draußen, aber ich weiß schon, wo es hingeht. Alof, nicht zu langsam. Alduin schmeißt nämlich schon wieder mit Steinen um sich. Genau. Da ist einer runtergefallen. Wo sind die anderen denn jetzt hergekommen? Naja, nehmen wir mal eine Abkürzung zum Skelett an der Laterne. Danke für dein Geld. Das können wir gut gebrauchen. Die Spende nehmen wir an. Worauf warten wir? Schöner Wetter. Dieser Weg führt nirgendwo hin. Wir sollten es wohl besser hier entlang versuchen. Na, weiß nicht, ob der nirgendwo hinführt. Da sieht so aus, als ob es da weitergeht. Hätte mal ruhig durchkriechen können. Los. So. Spinnen. Ah, die hat mich angespuckt. Die spucken alle auf mich. Was ist das? Ich hasse diese verdammten Biester. Die haben viel zu viele Augen. Hm. Ja, ja. Das ist nichts für schwache Nerven hier. So eine große Spinne. Jetzt mal einmal die Proportion, ne? Hoppala. Ey, ohne Scheiß. Wer im echten Leben auf so eine Spinne losgeht, der hat doch den Schuss nicht mehr gehört. Aber gut, wir sind hier auch nicht im echten Leben, wir sind hier in Elder Scrolls. Hier gibt es Götter, hier gibt es Magie, hier gibt es eine Menge anderer Dinge. Und Survival of the Fittest, ne? Wer nicht wagt, der nicht gewinnt. Und der nur stirbt. Oder so. Ja. Habe ich die auch schon gehabt? Die hier unten auch? Okay. Dann noch das da oben. Die zwei... Ja, dann warte doch auf mich. Den Eisenstreitkolben möchte ich nicht haben. Nein, danke. Im Normalfall nehme ich übrigens hier absolut alles mit. Also wirklich bis auf den letzten Krümel. Wenn ich es nicht let's play. Denn, wer weiß denn noch, was passiert, wenn man zu viel trägt? Nein, nicht wie bei Oblivion. Man hat dann nicht... So, die Meldung, hey, du trägst zu viel, du bist zu schwer, du kannst nicht mehr gehen. Halt. Direkt vor uns ist eine Bärin. Sondern man ist verflucht langsam. Mit der möchte ich mich jetzt lieber nicht an. Warum nicht? Lasst uns versuchen, an ihr vorbeizuschleichen. Nein. Immer schön langsam. Und passt auf, wo ihr hintretet. Komm, die kann doch nichts. Wenn ihr meint, heute sei euer Glückstag, dann könnt ihr diesen Bogen nehmen. Vielleicht überrumpelt ihr sie. Heute ist... Voraus. Ich folge und gebe euch Deckung. Okay, heute ist sicher mein Glückstag. Diesmal habe ich nämlich vorher geguckt, ob auch Klang mit bei ist beim Spiel. Und ja, Spielsound wird mit aufgenommen. Schleichen ist überbewertet. Richtig, Schleichen ist überbewertet. So,
Wems! Nice! Schön. Hast du einen Pelz? Wunderbar! So gefällt mir das. Soralov, jetzt können wir weiter. Was ist los, Ralov? Tut sich ein bisschen schwer hier bei den Kurven. Der bremst das immer so ab. Nach draußen zu sein. Ich wusste, wir würden es schaffen. Ich auch. Ich war mir sicher, dass wir das schaffen. Kurzer Spoiler, da wird gleich eine Meldung kommen. Überlebensmodus. Den Überlebensmodus werde ich erstmal nicht anschalten, denn ich lese gleich vor, was er macht. Moment. So. Überlebensmodus. Im Überlebensmodus ist es notwendig, zu essen, zu schlafen und sich warm zu halten. Hört sich erstmal gar nicht schlecht an. Dieser Modus enthält außerdem zusätzliche Herausforderungen. Schnelles Reisen ist nicht möglich. Bin ich gar nicht gut. Deine Tragfähigkeit ist verringert und Stufenaufstiege sind nur möglich, wenn du schläfst. Das wiederum ist gut. Im Eintrag Überlebensmodus unter Hilfe findest du weitere Einzelheiten. Überlebensmodus einschalten. Wenn ich den jetzt reinwerfe, dann habe ich wahrscheinlich zu viel in der Tasche und kann es nicht mehr mitnehmen. Deswegen, ich mache ihn erstmal aus und dann kann man ja noch überlegen, ob wir den anmachen oder nicht. Also. Wartet! Ja. Alduin hat sich verzogen. Schon ist er wieder weg. Ja. Sieht so aus, als wäre es diesmal für immer. Wir wissen nicht, ob sonst noch jemand lebend rausgekommen ist. Aber hier wird es bald von Kaiserlichen wimmeln. Wir verschwinden besser. Eine gute Idee. Meine Schwester Gerdur führt die Mühle in Flusswald, gleich die Straße hoch. Sie wird uns sicher helfen. Das ist schön. Wahrscheinlich das Beste, wenn wir uns aufteilen. Viel Glück. Ohne eure Hilfe hätte ich es heute nicht geschafft. Dito. So, unterwegs werden wir natürlich Pflanzen einsammeln. Denn hier sind unglaublich viele Bergblumen und Disteln und... Ist hier oben was? Nein. Wolltest du dich nicht aufteilen, Ralof? Ein Schmetterling! Gib. Ja! Das hat mich bei Oblivion so tierisch gestört, dass man keine Schmetterlinge einsammeln konnte. Okay. Ihr habt hier und heute das wahre Gesicht des Kaiserreichs gesehen. Wenn irgendjemand weiß, was das Erscheinen des Drachen bedeutet, dann Ulfric. Ja, mal gucken. Noch steht nicht fest, was wir machen. Erstmal sind wir hier ganz am Anfang. Steht nur fest, dass ich diesen Stein nicht hochkomme. Ah. So, wunderbar. Und dass wir vor allem mit Zerstörungszaubern kämpfen werden. In Oblivion hatten wir vor allem Illusionszauber und Dolche mit Bögen. Und diesmal werden es Beschwörungszauber werden. Die werde ich sehr viel benutzen, denke ich. Und, ja bitte. Ich denke, wir wollten uns aufteilen. Ja, macht er ja nie, der Ralof. Der ganz netter. Der bleibt immer schön bei einem, passt auf einen auf. Damit man sich auch bloß nicht verläuft bis zur ersten Stadt. So. Sind denn noch ein paar Blümchen? Da oben! Okay, das war's. Wir können weiter. Ah, halt! Bergblumen. Seht ihr die Ruine da oben? Ja. Das ist das Ödsturz-Hügelgrab. Ich habe nie verstanden, wie meine Schwester es aushalten kann, im Schatten dieses Ortes zu leben. Ja. Man gewöhnt sich wohl daran. Was soll denn jetzt so schlimm daran sein? Es gibt bestimmt hässlichere Gebiete. Hier ist ein Fluss, ne? Da unten, der gibt Wasser. Dann haben die ja, die können ja eine Mühle anschließen, was sie ja auch wahrscheinlich haben. Ne, die haben eine Mühle. Damit ein Sägewerk betreiben, das haben die, soweit ich weiß, auch. Doch eine Menge Vorteile. Dies sind die Wächtersteine.
Drei der 13 uralten Findlinge, die überall in Himmelsrand zu finden sind. Okay. Na los, seht selbst. Ja. Also, Dieb machen wir nicht, Krieger machen wir nicht, sondern Magier. Zeichen annehmen, bitte. Ein Magier, hm? Tja, über Geschmack lässt sich streiten. Ich maße mir da kein Urteil an. Hast du gerade eben. Frech. Einfach nur frech, Ralo. Erst urteilen und dann sagen, man urteilt nicht. Ja, ja, ja. Berühmte letzte Worte. Ne? Also ich bin ja kein Rassist, aber... Na? Wer kennt's nicht? Sowas wie, ich bin ja ruhig, ich bin ja ein ruhiger Mensch, aber... Falls wir auf kaiserliche Truppen stoßen, überlasst ihr das Reden mir, verstanden? Das Aber macht's dann alles wieder zunichte. So. Wir sind auch schon fast am Ziel für diese Folge angelangt, und zwar Flusswald. Ah, wunderbar, ich habe eine Menge Platz noch. Ich hatte mir überlegt, dass wir in Folge 1 bis Flusswald gehen. Noch nicht mit seiner Schwester sprechen. Ui. Ralof hat's aber echt drauf. Noch nicht mit seiner Schwester sprechen. Sondern das machen wir dann in Folge 2. Also, können uns noch diesen wunderschönen Weg Richtung Flusswald angucken. Kann noch ein bisschen was erzählen. Ja, was könnte ich noch erzählen? Ach ja, genau. Velaya spitzt sich so langsam ziemlich zu, was Talente angeht. Und Fortschritt der Quests. Also der Questlog ist so langsam, aber sicher bald leer. Das ist nicht gut da vorne. Das sind Banditen. Ah! Ah! Hallo! Mach sie fertig! Der mag es wohl nicht ins Wasser zu gehen. Naja. Nicht so aggressiv, ja. Banditenanführer! Oh oh! Der da vorne kann echt nicht schießen. Ich aber auch nicht. So. Na. Au! Himmelsrand heißt das. Aha! Wo ist er denn jetzt? Nicht getroffen. Ja, wo ist der? Ah, da! Ui! Das hat sie zerlegt. So, der Banditenanführer ist hier vorne. Hey, Mann! Was wird denn das? Ihr wart beim letzten Mal, wo ich hier lang gegangen bin, nicht da. Das wird schwierig fallen. Du kommst ja noch nicht mal über den Fluss. Vor allem Banditenanführer ist, glaube ich, vom Level her ziemlich hoch. Warum bekomme ich einen auf Level 1 auf einmal hier mitten vor Flusswald hingesetzt? Liegt es vielleicht daran, weil ich Meister ausgewählt habe? Jetzt rennt er weg. Ralof ist jetzt auf den fixiert, also wir müssen ihn jetzt erledigen. So. Hat sich doch einen ganz guten Platz da ausgesucht. Treff ihn nicht. Warum treffe ich ihn nicht? Jetzt reicht es. Ja, echt mal. Fall um. Hey.
Der läuft ja immer weiter weg. Tja. Würde ich sagen, gehen wir, ne? Er will nicht mehr. Da. Einen schönen Pilz noch mitgenommen. So. Speichern. Dann sind wir jetzt in Flusswald angekommen und können hier sagen, die ersten Schritte in Himmelsrand haben wir gemacht. Ja, ob wir, übrigens, das hatte ich noch gar nicht erwähnt, ob wir jetzt jeden Tag eine 30 bis 45 Minuten Folge haben werden, bin ich mir ein bisschen unschlüssig. Ich hatte mir überlegt, vielleicht kann man auch einfach mal einen Livestream machen, wo ich dann einfach zum Beispiel mal 2 oder 1,5 Stunden, weil habe ich bei VR ja auch schon mal gemacht, dass ich dann da mal 1 Stunde, mal 1,5 Stunden, mal 2 Stunden einfach aufgenommen habe und das dann als Folge gehalten hat. Aber da weiß ich nicht. Weil gerade so tägliche Uploads kommt schon mal vor, dass ich die zeitlich nicht so gut hinkriege. Ja? Mir geht es gut. Jetzt zumindest. Genau, alles gut jetzt. Seid ihr verletzt? Nein. Was ist passiert? Und wer ist das hier? Eine eurer Kameraden? Noch kein Kamerad, aber ein Freund. Oh. Ich verdanke ihm sogar mein Leben. Können wir uns irgendwo ungestört unterhalten? Wir wissen nicht, wann die Neuigkeiten aus Helgen die Kaiserlichen erreichen. Helgen? Ist etwas passiert? Hallo. Ihr habt recht. Folgt mir. Gut. Und hier? Kommt doch mal kurz her. Genau, komm mal runter. Und hier machen wir jetzt einen Gute Frau. Ist Sven schon wieder betrunken zur Arbeit erschienen? Der ist gar nicht gekommen. Gut. Kommt bitte mal her. Warloff, was macht ihr denn hier? Ich muss jetzt mal hier einen Schlussstrich ziehen. Also, wir machen jetzt hier. Oh, ist so ein schönes Lichteinfall hier. Ah. Feierabend. Vielen Dank fürs Zuschauen. Nächste Folge gibt's dann morgen. Tschüss.